Hallo, heute kommt auch endlich mein Feedback zur 30-Tage-Challenge Vegan for Fit nach und mit Attila Hildmann. Ich habe es etwas hinten angestellt, weil es mir die letzten Tage nicht ganz so gut ging und ich das nicht so halbherzig machen wollte, sondern ja, einfach mit viel Freude und mit viel Freude, so wie ich mich im Moment einfach fühle. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht einfach erstmal bei den Fakten. Und zwar, in 30 Tagen habe ich 2,6 Kilo abgenommen, passe wieder in Hosengröße 26, was ja auch eins meiner Challenge-Ziele war. An der Hüfte habe ich, also Hüftumfang habe ich 4 cm verloren, überall sonst, sprich Oberschenkel, Oberarme, Taille, so 2 bis 3 cm. Ich hätte niemals gedacht vor der Challenge, dass 30 Tage so viel verändern können oder dass man sich selbst innerhalb von 30 Tagen so verändern kann beziehungsweise auch seinen Körper so formen kann. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ich wirklich Spaß am Joggen, also am Laufen gefunden habe. Ich gehe mit Freude zum Sport, ich mache es total gerne und ich merke auch einfach, dass es mir gut tut. Allgemein bin ich auch viel aktiver geworden, ich brauche weniger Schlaf. Also vor der Challenge, da habe ich immer so um 9:30 Uhr im Bett gelegen, da war der Tag für mich gelaufen und jetzt genügen mir wirklich so um die 6 Stunden Schlaf und ich bin aktiv, ich unternehme viel mehr und ich fühle mich einfach gut. Meine Haut wird langsam auch wieder besser. Ich hatte zwischendurch ja mal ganz, ganz schlimm ausgesehen. Aber da haben ja auch viele andere Challenger von berichtet, dass es einfach so ist, dass der Körper irgendwann anfängt zu entgiften. Und das wirkt sich natürlich meistens und hauptsächlich über die Haut aus. Das wird langsam wieder besser. Ansonsten fühle ich mich auch viel wohler in meinem Körper. Die letzten Tage war es und ist es hier ja extrem heiß. Auch ich empfinde die Hitze als sehr extrem. Aber ich habe das Gefühl, es macht mir trotzdem nicht so viel aus. Also ich habe das Gefühl, mein Körper kann damit einfach besser umgehen. Ich fühle mich zwar schlapp, aber nicht so schlapp, als dass ich nicht noch irgendwie was unternehmen könnte. Und mir geht's einfach gut. Ja, mir geht's gut, mir geht's super gut. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so gut gefühlt habe. Und ich weiß im Endeffekt auch gar nicht, was jetzt letztendlich der Auslöser dafür war. Also ich glaube, da spielen einfach ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Zum einen natürlich das Essen, dass man jeden Tag frisch isst. Ich merke auch, es belastet den Körper nicht so sehr. Also ich habe zwar vorher auch schon circa ein Jahr lang vegan gelebt, aber zum Kochen war ich ehrlich gesagt trotzdem meistens zu faul und was ich in den 30 Tagen gelernt habe, ganz, ganz viel gelernt habe, ist, sich selbst mal in den Arsch zu treten und gar nicht mit sich, man darf erst gar nicht anfangen mit sich zu diskutieren, sondern man muss einfach machen und ich stelle fest, dass es sich auch wirklich lohnt. Also, ob es jetzt der Sport ist, ob es die Tatsache ist, dass man sich jeden Abend nach der Arbeit nochmal in die Küche stellt und sein Essen für den nächsten Tag nochmal frisch zubereitet, es lohnt sich. Es lohnt sich in allen Punkten. Also man tut seinem Körper was Gutes, man fühlt sich selbst danach super gut. Und dafür möchte ich erstmal allen danken. An erster Stelle natürlich Attila, dass ich die Chance bekommen habe, 30 Tage lang im Vorfeld sein Buch, sein Ernährungskonzept und sein Trainingskonzept auszuprobieren, dass ihr jetzt in wenigen Wochen natürlich auch kaufen könnt, also Vegan for Fit. Ich möchte mich bei allen anderen Challengern bedanken. Es ist ein unglaublicher Zusammenhalt und es ist einfach nur schön zu sehen und zu spüren, wie
wie so etwas zusammenschweißt, wie es zusammenhält und natürlich auch die Unterstützung, die man dadurch erfährt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, außer dass es mir super gut geht. Habe ich jetzt wahrscheinlich zum 10. Mal gesagt, aber es ist einfach so, es geht mir super gut, ich fühle mich gut und ich werde definitiv auch nicht aufhören nach diesen 30 Tagen. Ich werde so weitermachen, wahrscheinlich nicht 100%, weil ich mir dann doch ab und an in stressigen Tagen auch mal eine kleine Auszeit gönnen möchte und dann wahrscheinlich doch irgendwie gekauftes Brot anstelle das Challenger-Brot nehmen werde. Aber es wird sich aber nur in Kleinigkeiten unterscheiden und ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, anders zu essen. Das in erster Linie. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also es wird jetzt nicht mehr jeden Tag ein Video von mir geben, aber irgendwie habe auch ich Gefallen daran gefunden und es wird ab und zu noch ein kleines Update geben. Vielleicht mache ich auch nochmal das ein oder andere Kochvideo. Da habe ich ja gemerkt, es kam super gut bei euch an. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wie wird was gemacht, dann könnt ihr mir ja irgendwie eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar. Ansonsten werde ich jetzt erstmal frühstücken. Es ist nämlich früh am Morgen, wir haben 6 Uhr. Ich bin schon wieder seit einer Stunde wach. Und Challenge for Life. Macht's gut!